Ich rufe Tagesordnungspunkt 1 auf, brauche aber trotzdem ein bisschen mehr Aufmerksamkeit und ein bisschen mehr Ruhe, auch wenn jetzt großartigen Weingeschenke übergeben werden. Wir beginnen mit der Frage 146 aus der letzten Fragestunde. Das ist eine Frage der Kollegin Dr. Daniela Sommer. Frau Sommer, Dr. Sommer, drücken Sie, dann kann ich Sie freischalten. Bitte schön. Ich frage die Landesregierung, wann wird sie den Krankenhausrahmenplan, der bereits für Frühsommer 2018 angekündigt war, vorlegen? Es antwortet der Minister für Soziales und Integration, Kai Klose. Frau Abg. Sommer, die Erstellung des neuen Krankenhausplans verzögert sich bedauerlicherweise. Unser Ziel ist es, den Krankenhausplan bis Ende dieses Jahres im Landeskrankenhausausschuss beraten zu lassen. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen, Frau Kollegin Dr. Sommer? Ich habe eine Nachfrage, und zwar liegt Ihnen sicherlich auch das Plenarprotokoll vom 20.03.2018 vor. Dort hatte Ihr Vorgänger ausgerichtet, dass innerhalb der nächsten 6 bis 8 Wochen, also das war am 20.03., das heißt, wir hätten Anfang April, Mitte April den Landeskrankenhausplan zur Vorlage haben müssen. Also dort sollte dieser Plan mit den Organisationen angehört werden. Warum gibt es denn jetzt eine Verzögerung von 19 Monaten, Herr Klose? Herr Staatsminister. Frau Abg. Sommer, dieses Protokoll liegt mir nicht vor. Es ist aber ja auch so, dass solange der neue Plan nicht vorliegt, die Grundlage der bestehende Plan ist, auf dessen Basis auch die entsprechenden Bescheide ergehen. Dieser Krankenhausplan hat ja grundsätzlich nur eine verwaltungsinterne Wirkung. Wir werden, wie gesagt, im Laufe dieses Jahres noch die Beratung im Landeskrankenhausausschuss vornehmen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage hat die Kollegin Böhm. Dann kommt Herr Bocklet und dann darf die Fragestellerin noch einmal. Frau Böhm. Ja, danke schön auch von mir für die Antworten, die ich jetzt noch nicht ganz so wirksam finde. Aber ich kann mich erinnern, dass Ihr Vorgänger schon 2016 den Landeskrankenhausplan angekündigt hat. Frau Sommer war, glaube ich, sehr gnädig mit Ihnen. Meine Frage ist, gibt es jetzt eine tatsächliche Planung, die das Wort verdient, oder ist es nur eine Zusammenstellung dessen, was wir sowieso schon bisher in einem sogenannten Plan von vorhandenen Krankenhäusern? Haben Sie jetzt mich verstanden oder er hat mich ab und zu mal abgeschaltet? Ich ahne, was Sie fragen wollten. Also, da mir der Plan auch noch nicht vorliegt, kann ich Ihnen die Frage sinnvollerweise noch nicht beantworten, Frau Böhm. Insofern müssen wir uns jetzt gedulden, bis der Plan dann da ist und wir ihn im Landeskrankenhausausschuss gemeinsam beraten können. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Kollege Bocklet hat die nächste Frage. Drücken Sie mal bitte. Nach meinen Informationen hat der damalige Sozial- und Gesundheitsminister Grüttner gesagt, dass es zu einer Verzögerung kommt, weil die dortigen Akteure des Landesausschusses der Meinung waren, dass die Zahlen aktualisiert werden sollen. Und deshalb frage ich den Herrn Minister, trifft diese Information zu? Das ist deshalb, weil die Akteure des Krankenhausplanes selbst diese Aktualisierung wünschten, dass es zu einer Verzögerung kommt. Herr Staatsminister. Also, die Frage der Zeitverzögerung kann ich nicht aus eigenem Wissen beantworten. Es ist allerdings so, dass die Hessenagentur ja gebeten worden ist, die Zahlen noch einmal zu überprüfen. Das ist richtig. Ich kann nur aus den mir vorliegenden Unterlagen nicht ersehen, wann das konkret der Fall war. Herzlichen Dank. Letzte mögliche Zusatzfrage hat die Kollegin Dr. Sommer. Ja, vielen Dank. Eine abschließende Frage. Sie haben ja gesagt, wir hätten ja eine Grundlage. Der letzte Krankenhausrahmenplan liege ja vor. Können Sie uns noch einmal sagen, ob der aus 2007 oder aus 2009 stammt? Herr Staatsminister.
Das kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, dass wir auf der Grundlage eines gültigen Krankenhausplans arbeiten. Herzlichen Dank. Damit rufe ich die Frage 148 auf. Es ist die Frage des Fraktionsvorsitzenden der Freien Demokraten, René Rock, der im Übrigen an neuem Platz sitzt. Lieber Kollege Rock, Sie haben das Wort. Ich frage die Landesregierung, bis wann plant sie, die Stelle der oder des Beauftragten der Hessischen Landesregierung für Kinder- und Jugendrechte nach dem Ausscheiden von Frau Prof. G. neu zu besetzen, um die Kinderrechte in Hessen zu stärken? Herzlichen Dank, Herr Kollege Rock. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Rock, das ist ja nicht die erste Frage in der Richtung in den letzten Plenarwochen. Wir werden die Funktion schnellstmöglich neu besetzen, damit die erfolgreiche Arbeit von Frau Prof. Dr. Geratz schnellstmöglich fortgesetzt werden kann. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Rock. Herr Minister, seit wann ist denn die Stelle mittlerweile unbesetzt? Herr Staatsminister. Seit dem Ausscheiden von Frau Prof. Geratz im Frühsommer. Das genaue Datum habe ich jetzt nicht präsent. Im Frühsommer, meine ich, haben wir sie verabschiedet. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Kollege Rock. Herr Minister, planen Sie denn, die Stelle personell stärker zu unterstützen? Also, sage ich mal, das war ja Debatte bei der Frage, ob die Stelle weiter besetzt wird oder nicht. Wie unterstützen Sie denn die Beauftragte? Haben Sie da neue Pläne oder was haben Sie da vor? Herr Staatsminister Klose. Wir haben ja schon mit dem Nachtragshaushalt eine personelle Verstärkung dieser Funktion vorgenommen und sind aktuell dabei, die entsprechenden Stellen im Ministerium auch zu besetzen, die dann die Zuarbeit zu dieser Funktion der oder des Beauftragten leisten sollen. Eine weitere Zusatzfrage hat der Kollege Warnecke. Ich muss Sie wundern. Sehr geehrter Herr Staatsminister Klose, beabsichtigen Sie, die Stelle auszuschreiben? Herr Minister. Es handelt sich ja um die Stelle einer oder eines Beauftragten. Eine solche Funktion wird üblicherweise von der Landesregierung besetzt. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Damit kommen wir zur Frage 153. Fragestellerin ist die Kollegin Klaus. Ja. Ich frage die Landesregierung, wie werden in Hessen Kinder in ihren deutschen Sprachfähigkeiten unterstützt, damit sie in der Schule von Anfang an mitreden und dem Unterricht folgen können? Herr Minister Prof. Lorz. Frau Abgeordnete Klaus, das Beherrschen der deutschen Sprache beeinflusst entscheidend den Erfolg von Kindern und Jugendlichen in Schule und Beruf und ist damit Voraussetzung für eine gelingende Integration. Deshalb ist es wichtig, alle Schülerinnen und Schüler von Beginn an bei ihrem Erwerb bildungssprachlicher Kompetenzen in der deutschen Sprache zu unterstützen. Das schulische Gesamtsprachförderkonzept des Hessischen Kultusministeriums zur durchgängigen Sprachförderung von Schülerinnen und Schülern nicht deutscher Herkunftssprache ist dabei rechtlich und bildungspolitisch verankerter Referenzpunkt aller Maßnahmen. Den Ausgangspunkt dieses schulischen Gesamtsprachförderkonzepts bilden die Vorlaufkurse, die seit dem Schuljahr 2002/2003 flächendeckend in Hessen umgesetzt werden. An einem solchen Vorlaufkurs nehmen Kinder im Jahr vor der Einschulung teil, die bei der Schulanmeldung nicht über die für den Schulbesuch erforderlichen deutschen Sprachkenntnisse verfügen. Im Rahmen der Schulanmeldung werden die Sprachkenntnisse der Kinder getestet. Seitens der Schule wird im Anschluss den Eltern gegebenenfalls empfohlen, dass ihr Kind einen Vorlaufkurs als Sprachfördermaßnahme besucht. Der Besuch der Vorlaufkurse ist zurzeit freiwillig. Über 90% der Schülerinnen und Schüler, denen eine Teilnahme an einem Vorlaufkurs empfohlen wird, besuchen im Durchschnitt auch diese Sprachfördermaßnahme im Jahr vor der Einschulung. Je nach den regionalen Bedingungen finden die durch Lehrkräfte geleiteten Vorlaufkurse sowohl in Schulen als auch in Kindertagesstätten statt. Seit der Einführung der Vorlaufkurse wurden inzwischen über 140.000 Kinder sprachlich gefördert. Im Schuljahr 2018/19 waren es 12.224 und seit dem Schuljahr 2002/2003 ist in jedem Schuljahr die Anzahl der geförderten Kinder gestiegen. Die Chancen dieser Kinder auf eine positive Sprachentwicklung und somit eine erfolgreiche Schullaufbahn konnten mit dieser Deutschfördermaßnahme nachhaltig verbessert werden. 96,6% der Kinder, die in einem Vorlaufkurs im Schuljahr 2017/18 teilgenommen haben, waren in sprachlicher Hinsicht erfolgreich. Aufgrund dieses deutlichen Erfolgs der Vorlaufkurse und der hohen Akzeptanz bei allen Beteiligten ist vorgesehen, einen verbindlichen Charakter für diese Vorlaufkurse vor der Einschulung anzustreben. Seit der flächendeckenden Einführung der schulischen Vorlaufkurse können Kinder,
die bei Schulbeginn noch nicht über ausreichende Sprachkenntnisse verfügen, vom Schulbesuch der ersten Klasse zurückgestellt werden und dann verpflichtend einen Sprachkurs im Rahmen einer Vorklasse oder einer Intensivklasse besuchen. Eine nachträgliche Einschulung in die erste Klasse ist bei ausreichenden Deutschkenntnissen jederzeit möglich und wir hoffen, dass sich mit dem verpflichtenden Charakter der Vorlaufkurse das Zurückstellungsproblem weitestgehend erübrigt. Ab der ersten Klasse können zudem Schülerinnen und Schüler im Rahmen eines Deutschförderkurses oder in Schulen mit hohem Zuwandereranteil im Rahmen der Kleingruppenförderung in Deutsch und PC systematisch sprachlich gefördert werden. Unter anderem für den Bereich der Vorlaufkurse und der Deutschförderkurse wurden die Stellenkontingente der staatlichen Schulämter seit der Umsetzung des schulischen Integrationsplans im Februar 2017 um insgesamt über 330 auf nun 1244 Lehrerstellen erhöht. Die Zuweisung von Intensivklassen erfolgt bedarfsgerecht darüber hinaus. Umfangreiche Fortbildungs- und Qualifizierungsmaßnahmen von Lehrkräften erfolgen im Bereich der frühen Sprachförderung, wie beispielsweise das Fortbildungsprogramm Deutsch für den Schulstart der Universität Heidelberg oder die Sprachförderprofis des Deutsch als Zweitsprache-Lehrstuhls der Goethe-Universität Frankfurt am Main in Kooperation mit dem Hessischen Kultusministerium, der Stiftung Polytechnische Gesellschaft und der Stadt Frankfurt am Main. Vor dem Hintergrund der zahlreichen erfolgreichen Übergänge von sogenannten Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern in die Regelklassen und der steigenden Zahl der Vorlaufkurskinder wurden die Sachmittel zur Anschaffung von Deutschfördermaterialien von 567.500 Euro auf einmalig 1,4 Millionen Euro erhöht. Hinsichtlich der frühkindlichen Sprachförderung darf ich in Absprache mit dem hessischen Minister für Soziales und Integration noch Folgendes hinzufügen. Die Bildung und Erziehung von Kindern in Kindertageseinrichtungen liegt bei den Trägern der Kindertageseinrichtungen. Ihnen obliegt auch die sprachliche Bildung und Förderung. Das Land unterstützt die Träger aber bei der Erfüllung dieser Aufgabe durch vielfältige Maßnahmen. Erstens, mit der Entwicklung und Bereitstellung des Bildungs- und Erziehungsplans für Kinder von 0 bis 10 Jahren in Hessen steht der Praxis ein pädagogisches Rahmenkonzept zur Verfügung, welches von einem umfangreichen Fortbildungsprogramm für alle Fach- und Lehrkräfte des Elementar- und Primarbereichs begleitet wird. Hierzu gehört unter anderem das Modul sprachliche Bildung, alltagsintegriert, ganzheitlich und individuell. Zweitens, mit dem 2002 begründeten Landesprogramm Sprachförderung im Kindergartenalter erhalten Träger finanzielle Mittel, um Kinder gezielt in ihrer Sprachentwicklung zu fördern. Drittens, im Rahmen der Landesförderung für Kindertageseinrichtungen werden Tageseinrichtungen, in denen der Anteil der Kinder, in deren Familie nicht vorrangig Deutsch gesprochen wird oder aus Familien, für die einkommensabhängige Leistungen Dritter an den Träger der Kita erbracht werden oder bis zur Beitragsfreistellung erbracht wurden, bei mindestens 22% liegt, im Rahmen der Landesförderung die sogenannte Schwerpunkt-Kita-Pauschale gewährt, welche von den Trägern unter anderem zur Unterstützung der sprachlichen Bildung und Förderung aller Kinder in der Tageseinrichtung eingesetzt wird. Viertens nenne ich die Beteiligung des Landes an dem Bundesprogramm Sprachkitas, weil Sprache der Schlüssel der Welt ist. Das Bundesprogramm Sprachkitas baut auf zwischen Bund und Ländern abgestimmten Eckpunkten zur frühkindlichen Sprachbildung auf. Die für eine Förderung geeigneten Träger werden durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend auf Basis einer Förderrichtlinie sowie nach erfolgter Auswahl durch das Land bestimmt. Im Fokus der Förderung stehen Kindertageseinrichtungen, die überdurchschnittlich häufig von Kindern mit besonderem Bedarf an sprachlicher Bildung und Sprachförderung besucht werden. Für dieses Programm ist das Hessische Ministerium für Soziales und Integration zuständig. Und schließlich fünftens, es gibt hunderte von Trägern im Bereich der Kindertagesstätten. Weitere Projekte im Bereich der Sprachförderung werden daher auf regionaler Ebene in den Kommunen gefördert, beispielsweise die Sprachförderung der Arbeiterwohlfahrt für Kinder im Kindergartenalter. Die AWO-Lernwerkstatt organisiert solche maßgeschneiderten Sprachförderangebote in Kindergärten und Kindertagesstätten, an denen an verschiedenen Standorten mittlerweile mehr als 850 Kinder teilnehmen. Angesprochen werden Kinder mit und ohne Migrationshintergrund zwischen 3 und 6 Jahren, deren Sprachstand nicht altersgemäß ist. Das Programm kommt in den Städten Dietzenbach und Darmstadt sowie in der Gemeinde Münster zum Einsatz. Das Hessische Ministerium für Soziales und Integration und das Hessische Kultusministerium haben sich darüber hinaus auf ein gemeinsames Konzept zur sprachlichen Bildung und Förderung aller Kinder im Elementar- und Primärbereich verständigt, welches im Dezember 2017 veröffentlicht wurde und in dem das oben genannte schulische Gesamtsprachförderkonzept integriert ist. Alle genannten Programme und Angebote erfahren eine hohe Nachfrage von Seiten der Träger und unterstützen diese bei ihrer Aufgabenwahrnehmung. Herzlichen Dank, Herr Kollege Professor Lotze. Kollege Utter war kurze Zeit unsicher, ob wir in einem neuen Tagesordnungspunkt, nämlich der Regierungserklärung, waren, aber wir bedanken uns sehr für die umfangreiche Auskunft. Thank you.
Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Degen, drücken Sie mal bitte. Danke. Herr Kultusminister, bis 2015 betrug die Zahl der Wochenstunden für Intensivklassen 25. Unter Ihrer Amtszeit wurden diese reduziert auf 22 und 18. Sieht Ihr Gesamtsprachförderkonzept vor, diese Wochenstundenzeit für diese Schüler, vor allem Seiteneinsteiger, wieder zurückzuführen auf 25? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, das ist zurzeit nicht geplant. Allerdings beobachten wir natürlich die Entwicklung der Intensivklassen und wie überhaupt alle Elemente unseres Gesamtsprachförderkonzepts sehr genau. Eine zu hohe Stundenzahl im Bereich der Deutschförderung würde allerdings die Spielräume verengen, um die Kinder und Jugendlichen auch möglichst schnell, jedenfalls partiell, in den Regelunterricht zu integrieren. In den letzten Jahren haben wir mit der gegenwärtigen Stundenzahl gute Erfahrungen gemacht. Deswegen haben wir keinen aktuellen Anlass, das zu verändern. Herzlichen Dank, Herr Minister. Gibt es weitere Fragen? Herr Kollege Lambrou. Sehr geehrter Herr Minister, Sie hatten eben eine Ausführung gemacht, auch zu den Kosten dieser ganzen Maßnahmen. Das ist ja doch erheblich. Wie entwickeln sich denn diese Kosten im Zeitablauf? Wird es immer mehr? Bleibt es stabil oder wird es weniger, wenn Sie das vergleichen mit den Vorjahren? Herr Minister. Herr Abgeordneter Lambrou, da muss man nach den einzelnen Programmen unterscheiden. Ich habe jetzt nicht für alle Programme sozusagen die Verlaufskurven vorliegen, aber ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, im Bereich der Vorlaufkurse haben wir eine stetig steigende Zahl von teilnehmenden Kindern. Also da ist der Bedarf eigentlich kontinuierlich wachsend. Die Zahl, die ich vorhin genannt habe, 12.224, das ist die höchste Zahl, die wir je hatten. Und da spricht alles dafür, dass dieser Trend sich auch fortsetzen wird. Im Bereich der Intensivsprachförderung, also etwa im Bereich der Intensivklassen, haben wir dagegen natürlich eine andere Tendenz. Wir hatten einen ganz erheblichen Anstieg im Gefolge der Jahre 2015-16 und sehen seither eine allmähliche, kontinuierliche Abflachung der Bedarfe, allerdings auf einem weiterhin hohen Niveau. Und wie gesagt, für die anderen Programme müsste ich die Verlaufskurven extra ermitteln lassen. Das sind die beiden, die ich halt im Kopf habe. Herzlichen Dank. Ich sehe keine weiteren Zusatzfragen mehr. Nächste Frage stellt der Kollege Bauer. Es ist die Frage 154. Ich frage die Landesregierung, welche Möglichkeiten bestehen, um auf einem innerörtlichen Teilabschnitt einer Landesstraße, zum Beispiel der L3411 in Bürstadt-Bobstadt, zur besseren Verkehrssicherheit und zur Lärm- und Emissionsverringerung Tempo 30 anzuordnen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Bauer, Sie haben in Ihrer Frage schon die drei Gründe genannt, die generell in Frage kommen, um auf einer Landesstraße Tempo 30 anzuordnen, nämlich Verkehrssicherheit, Lärmschutz und Emissionsverringerung. Wie läuft sowas? Die zuständige Straßenverkehrsbehörde, das ist nicht das Ministerium, sondern in dem Fall wäre das die Stadt Bürstadt, kann eine Geschwindigkeitsbeschränkung nach den maßgeblichen Vorschriften der Straßenverkehrsordnung aus Verkehrssicherheitsgründen anordnen, wenn zum Beispiel aufgrund des Streckencharakters oder der hohen Verkehrsdichte die Unfallhäufigkeit im Vergleich zu anderen Streckenabschnitten erhöht ist. Gleiches gilt, wenn aufgrund der örtlichen Gegebenheiten eine erhöhte Unfallgefahr besteht, also scharfe Kurven, enge Straße und so weiter. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist die Anordnung einer Geschwindigkeitsbeschränkung aus Lärmschutzgründen. Das kommt dann in Betracht, wenn die Richtwerte der bundesrechtlich festgelegten Richtlinien für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm, die sogenannte Lärmschutzrichtlinien STV, überschritten sind. Die Richtwerte betragen für reine und allgemeine Wohngebiete 70 dBA zwischen 6 und 22 Uhr und 60 dBA zwischen 22 und 6 Uhr nachts. Und die dritte Möglichkeit wäre eine Geschwindigkeitsbeschränkung zum Schutz der Wohnbevölkerung vor Abgasen. Das wäre dann durchsetzbar, sofern die Emissionsgrenzwerte der 39. Verordnung zur Durchführung des Bundesemissionsschutzgesetzes überschritten werden. Das sind die drei Möglichkeiten, die es theoretisch gibt. Und praktisch, weil ich ja weiß, dass es da an einer Stelle auch Forderungen danach gibt, ist es wohl so, dass an dieser Stelle keine der drei Möglichkeiten bestehen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Eine Zusatzfrage des Kollegen Bauer. Herr Minister, gelten diese Kriterien auch für eine
zeitweise reduzieren der Geschwindigkeit auf Tempo 30, zum Beispiel in den Nachtstunden? Herr Minister. Ja, diese Kriterien gelten, wenn beispielsweise es eine Situation gäbe, dass die Richtwerte, die tagsüber gelten, nicht überschritten sind, aber die Richtwerte, die nachts gelten, überschritten wären, dann käme die Möglichkeit in Betracht, dass man eine Tempo-30-Anordnung nur für die Nachtstunden macht. Sie haben das sicherlich schon mal irgendwo gesehen, Tempo 30, wo dann unten drunter steht 22 bis 6 Uhr. Nach den Werten, die mir vorliegen, ist aber auch an dieser Stelle in den Nachtstunden sind die Richtwerte nicht überschritten. Und dementsprechend geht das nicht. Ich füge hinzu, ich bedauere, dass die Richtwerte so hoch sind. Aber sie sind bundeseinheitlich festgelegt. Ich habe jetzt schon zweimal Vorstöße auf der Verkehrsministerkonferenz gemacht, einmal im April 2018 in Nürnberg und einmal im Oktober diesen Jahres, also am Anfang des Monats bei unserer Verkehrsministerkonferenz hier in Frankfurt. Beide Male war keine Mehrheit hinzubekommen, aber steter Tropfen höhlt den Stein. Wir haben uns vorgenommen, das war meine Bedingung dafür, dass ich sozusagen davon absehe, über diesen Antrag formal abstimmen zu lassen, dass wir uns bei der nächsten Verkehrsministerkonferenz, die ist irgendwann nächstes Jahr in Aachen, erneut mit dieser Frage beschäftigen, ob man an dieser Stelle die Richtwerte absenken kann, um solche Anordnungen leichter möglich zu machen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann ist die nächste Fragestellerin die Kollegin Lena Arnold mit der Frage 155. Ich frage die Landesregierung, welche Vorteile sieht sie durch die bereits angestoßenen Maßnahmen der Verlagerung von Arbeitsplätzen der Steuerverwaltung in ländlich geprägte Regionen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Verwaltung und die Region vor Ort? Herr Staatsminister Dr. Schäfer. Frau Abgeordnete Arnold, liebe Kolleginnen und Kollegen, es ist in vielerlei Interesse, gleichzeitig im Interesse der betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weil wir nach wie vor sehr viele Kolleginnen und Kollegen der Steuerverwaltung haben, die weite Pendelwege absolvieren müssen, um an ihren Arbeitsplatz zu kommen, sodass die Rückverlagerung in den ländlichen Raum auch für diese eine Perspektive lange anstehender Rückversetzungslisten zu haben, dass sie am Ende umgesetzt werden können. Gleichzeitig sehen wir natürlich den strukturpolitischen Effekt für die ländlichen Regionen. Wenn wir zum Beispiel die Grunderwerbsteuer-Sachbearbeitung zentral für Hessen komplett in Lauterbach angesiedelt haben, dann wird aus einem 60-köpfigen Außenstelle eines Finanzamtes eine Behörde mit über 140 Beschäftigten. Das ist ein strukturpolitischer Effekt und zwar ein ganz erheblicher. Und gleichzeitig, und das ist fast der wichtigste Zukunftsfaktor, sehen wir, dass das Gewinnen von qualifizierten jungen Leuten für die Ausbildung, das Studium in unserer Finanzverwaltung, und wir stellen dort jährlich 800 junge Leute ein, die Potenzial, qualifiziertes junges Personal zu finden, ist in den ländlicheren Regionen noch sehr, sehr viel höher als dort in den Ballungsräumen, wo der Wettbewerb um die jungen Leute noch sehr viel nachdrücklicher ist. Insofern ist es sowohl im Interesse der jungen Leute, der Region, aber auch der Finanzverwaltung, die ein Interesse daran hat, hohes Qualifikationsniveau ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch für die Zukunft sicherzustellen. Vielen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Zusatzfrage ist vom Kollegen Warnecke. Frau Arnold, hatten Sie sich auch noch einmal gemeldet? Nein, dann war das ein Irrtum hier beim Gerät. Und dann kommt Herr Lambrou. Bitte schön, Herr Kollege Warnecke, Sie haben das Wort. Sehr geehrter Herr Minister Dr. Schäfer, können Sie denn ausschließen, dass im Rahmen dieser Maßnahmen aus Standorten im ländlichen Raum ersatzlos Personal der Steuerverwaltung an andere Standorte im ländlichen Raum abgezogen wird? Herr Minister. Nein, das kann ich natürlich nicht ausschließen, weil wenn Sie beispielsweise jetzt bei der künftigen Arbeit in den Bewertungsstellen aus 30 Standorten 7 machen, die alle in den ländlichen Räumen ansiedeln, können Sie natürlich auch nicht ausschließen, dass es aus einzelnen ländlichen Finanzämtern auch eine Zusammenführung in anderen, aber jeweils im ländlichen Raum gibt. Aber im Saldo von den über 400 Beschäftigten, die bei diesen Finanzämtern nur, um diesen Restrukturierungsprozess anzuschauen, stammen 200 Dienstposten aus den Ballungsräumen. Das heißt, eine deutliche Verlagerung raus aus den Ballungsräumen, rein in den ländlichen Raum. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächster Fragesteller ist der Kollege Lambrou. Herr Finanzminister, könnten Sie noch mal ganz klar auflisten, wie viele Arbeitsplätze denn jetzt schon
in den ländlichen Raum verlagert wurden und wie viele dieses Jahr noch verlagert werden und wie viele nächstes Jahr verlagert werden. Herr Staatsminister. Ich sage das Ihnen jetzt aus der Erinnerung. Ich glaube, wir haben 350 Arbeitsplätze bis jetzt verlagert. Das Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Wie viele das in diesem Jahr noch werden, vermag ich nicht zu beziffern. Das, was wir in den Maßnahmenkatalogen Smart 1, 2 und 3 veröffentlicht haben, wird am Ende zu etwas über 1000 Stellenverlagerungen zu den Zielämtern bedeuten. Allerdings sozusagen die Bruttobetrachtung, da wird es auch einzelne Verlagerungen geben, die innerhalb des ländlichen Raums verschoben werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Einzige mögliche Frage wäre jetzt noch von der Fragestellerin. Die hat aber keine Frage. Dann kann ich die nächste Frage aufrufen. Das ist die Frage 157. Fragestellerin ist die Kollegin Ulrike Alex. Frau Alex, drücken Sie. Wunderbar. Sie haben das. Herzlichen Dank. Wann werden voraussichtlich belastbare Angaben zum finanziellen Umfang des Erhaltungsbedarfs des kulturellen Erbes des Landes vorliegen, so wie angekündigt in der Antwort auf Frage 4 der Kleinen Anfrage 20571? Frau Staatsministerin Dorn. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Alex, die umfassende Bestandserhebung für Liegenschaften der Museumslandschaft Hessen-Kassel, der Verwaltung der staatlichen Schlösser und Gärten, dem Hessischen Landesamt für Denkmalpflege sowie der beiden staatlichen Museen Wiesbaden und Darmstadt zur Ermittlung des Erhaltungsbedarfs und Entwicklungsbedarfs des kulturellen Erbes wird aktuell in Abstimmung mit dem Finanzministerium vorbereitet. Ziel ist es, durch das Gutachten einen extern evaluierten Gesamtüberblick zu erhalten. Voraussichtlich im vierten Quartal dieses Jahres 2019 wird die Ausschreibung durch das LBIH erfolgen. Selbstverständlich die laufende einzelobjektbezogene Bedarfsklärung sowie Planungs- und Bautätigkeit läuft davon unberührt weiter. Herzlichen Dank. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir zur Frage 158. Fragestellerin ist Frau Dr. Sommer. Ich frage die Landesregierung, wie viele Wohnheimplätze hat sie bislang realisiert, um die Zielmarke aus dem Koalitionsvertrag für 10% der Studierenden geförderte Wohnplätze der Studentenwerke vorzuhalten, zu erreichen? Es antwortet die Ministerin für Wissenschaft und Kunst. Sehr geehrte Frau Abgeordnete Dr. Sommer, das Land unternimmt große Anstrengungen, um Studierenden bezahlbaren Wohnraum zu ermöglichen. Mein Kollege Tarek Al-Wazir hat das in seiner Regierungserklärung gesagt. Wir steigern die Mittel für den sozialen Wohnungsbau, die auch die Förderung von studentischem Wohnraum beinhaltet, bis 2024 auf 2,2 Milliarden Euro. Sie sehen, wir haben uns bereits auf den Weg gemacht. Und doch ist klar, wir sind noch nicht am Ziel. Wir wollen, Sie haben es gesagt, für 10% der Studierenden geförderte Wohnheimplätze vorhalten. Wo stehen wir? Das Deutsche Studentenwerk DSW als Dachverband der Studierendenwerke stellt jährlich eine Übersicht über den Bestand an Wohnheimplätzen zusammen. Demnach konnten im August für das Land Hessen insgesamt 16.490 Studierenden Wohnplätze gemeldet werden. Das sind 647 Plätze mehr als im Vorjahr. Da waren es noch 15.843 Plätze. Davon sind 12.024 Plätze in Einrichtungen der hessischen Studierendenwerke sowie 4.466 geförderte Plätze anderer Träger. Bezogen auf die 227.660 Studierenden an staatlichen Hochschulen im Wintersemester 2018-19 ergibt sich damit eine Versorgungsquote von insgesamt rund 7,24%. Durch das seit 2014 laufende Landesförderprogramm zur Schaffung von günstigem Wohnraum für Studierende konnten bis jetzt bereits 1014 zusätzliche Wohnheimplätze hergestellt werden. Weitere 297 Wohnplätze befinden sich im Bau und 1240 Plätze in der Planung, die durch Zuschüsse oder zinsgünstige Darlehen des Landes Hessen unterstützt werden. Das Angebot wird sich damit allein durch die bereits im Förderverfahren befindlichen Plätze in den nächsten Jahren noch um insgesamt weitere 1537 Plätze verbessern. Wir reden also perspektivisch um über 2500 Wohnheimplätze, die damit geschaffen werden. Vielen Dank, Frau Ministerin. Gibt es Zusatzfragen? Frau Kollegin Dr. Sommer. Können Sie uns vielleicht mitteilen, bis wann Sie mit einer Entspannung des studentischen Wohnraumes bzw. Wohnmarktes rechnen und welche Versorgungsquote Sie anstreben? Frau Ministerin. Also die Versorgungsquote haben Sie ja entsprechend selber zitiert mit den 10%. Ich darf sagen, dass wir kontinuierlich daran sind, dass wir genau diese Entspannung erreichen.
Gerne kann ich Ihnen auch mal im Ländervergleich das darstellen. Hessen hat im Jahr 2018 prozentual den höchsten Anstieg bundesweit an Wohnheimplätzen mit 13,33%. Und das, obwohl prozentual wir auch den dritthöchsten Zuwachs an Studierenden haben mit 18,81%. Sie sehen also, wie viel Energie wir investieren. Und für 2019 habe ich leider noch keinen bundesweiten Vergleich vorliegen, kann Ihnen aber schon mal sagen, dass wir noch mal den Anstieg gesteigert haben. Statt 13,33% sind es dann schon 18% an Zuwachs. Sie sehen, wir haben sozusagen mit dem steigenden Studierendenaufwuchs eine große Anstrengung, entsprechend die Wohnheimplätze auch anwachsen zu lassen und sind da bundesweit durchaus in dem Anstieg spitze. Vielen Dank, Frau Ministerin. Nächste Zusatzfrage hat der Kollege Lambrou. Frau Ministerin, Sie haben ja jetzt referiert zu den Anstiegen. Haben Sie auch Zahlen zu den absoluten Werten? Wir wollen ja 10% erreichen. Wo stehen wir denn da im Moment im Vergleich zu den anderen Ländern? Frau Ministerin. Herr Lambrou, ich hatte ja entsprechend gesagt, dass wir 7,24% aktuell als Versorgungsquote haben. Das hatte ich auf die Anfrage von Frau Dr. Sommer entsprechend referiert und habe deutlich gemacht, dass wir mit den Anstiegen, die wir jetzt erreicht haben, ich kann Ihnen das gerne auch noch mal, also im Jahr 2018 hatten wir eine Versorgungsquote von 6,92%, im Jahr 2019 von 7,24%. Insofern nehmen wir hier kontinuierlich zu. Und insgesamt die bundesweite Quote bewegt sich von, ich habe jetzt gerade leider den Durchschnittswert nicht, aber bewegt sich von Minusbereichen, Entschuldigung, das sind die Zuwachsraten, von 6% bis hin zu über 10%. Also wir sind sozusagen noch nicht an dem Ziel angelangt bei 10%. Wir sind auch mit dem aktuellen Schnitt noch sozusagen nicht bundesweit vorne, aber mit dem Anstieg der letzten Jahre sind wir eben bundesweit vorne. Sie sehen also, dass die Anstrengungen der letzten Jahre schon sich auszeichnen und wir genau da dranbleiben. Herzlichen Dank. Nächste Zusatzfrage kommt von Frau Kollegin Dr. Sommer. Bitte drücken Sie noch mal. Jetzt sind Sie. Ja, sicherlich sind Ihnen die Publikationen vom Institut der Deutschen Wirtschaft bekannt. Die sprechen von neuen Rekorden bei der Miete von studentischem Wohnraum. Da heißt es, in Frankfurt zahlt man 505 Euro im Durchschnitt, in Darmstadt 345 Euro pro studentischen Wohnraum. Das BAföG reicht dafür nicht aus. Wie wollen Sie als Landesregierung mit dieser Problematik umgehen? Frau Staatsministerin. Ja, jetzt geht das. Frau Abgeordnete Sommer, das Thema BAföG, da sprechen Sie einen sehr wichtigen Punkt an. Wir haben uns im Bundesrat genau dafür eingesetzt, dass man entsprechend die Mietzuschüsse entsprechend auch anpasst, je nach Wohngebiet. Also im Ballungsraum sind nun mal die Mieten viel höher als in anderen Bereichen. Leider wurden unsere Anträge hier nicht entsprechend von Seiten der Bundesregierung übernommen. Wir werden da in den Anstrengungen weiter vorangehen. Ich habe gerade in Frankfurt ein Richtfest gefeiert. Da haben wir es geschafft, dass sozusagen jetzt die Warmmiete inklusive Internet bei 350 Euro liegt. Das war dadurch möglich geworden, dass wirklich alle zusammengeholfen haben. Also Studentenwerke, das Land Hessen, die Stadt Frankfurt. Und das ist wirklich auch ein Vorzeigeprojekt, dass man es ermöglichen kann. Aber mit dem BAföG-Thema haben Sie durchaus einen Punkt, der uns als Landesregierung auch sehr wichtig ist. Herzlichen Dank, Frau Ministerin. Weitere Zusatzfragen sehe ich nicht. Damit kommen wir zu Frage 159. Fragesteller ist der Abgeordnete Christoph Degen. Ja, ich frage die Landesregierung, wie viele Krankheitstage fielen bei hessischen Lehrkräften im vergangenen Jahr oder Schuljahr an? Herr Staatsminister Professor Lorz. Herr Abgeordneter Degen, diese Frage stellen Sie ja nicht zum ersten Mal. Wir wissen alle, dass Sie im letzten Jahr glaubten, damit einen potenziellen Wahlkampfschlager entdeckt zu haben. Deswegen setzen Sie das natürlich in der neuen Legislaturperiode fort. Ich habe Ihnen dazu bereits in der letzten Legislaturperiode die mündliche Frage Nummer 933 ausführlich beantwortet. Wir haben einen ausführlichen Bericht an den Kulturpolitischen Ausschuss vom 27. März 2018 gegeben mit der Ausschussvorlage KPA 55 aus 19. Und wir haben das schließlich auch in unserer letzten Plenardebatte am 25. September dieses Jahres zumindest am Rande thematisiert. Ich darf auf alle meine diesbezüglichen Ausführungen verweisen, bin aber auch gerne bereit, sie noch einmal zu wiederholen.
Herzlichen Dank, Herr Minister. Zusatzfrage, Kollege Degen. Ja, Herr Kultusminister, die von Ihnen genannten Antworten sind bekannt. Sie beziehen sich auf die Vergangenheit. Ich sage aber, dass ich die Hoffnung nicht aufgebe, dass Sie doch von Ihrer Weigerung Abstand nehmen und künftig doch solche Krankheitstage erheben. Deshalb nochmal die Frage, ob Sie zumindest in der Zukunft beabsichtigen, solche Daten, die von den Schulen gesammelt werden, die in Ordnern abgeheftet werden, künftig doch auch zentral sich anzuschauen. Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, ich bin zunächst dankbar, dass Sie feststellen, die Daten werden erhoben. Wie Sie selbst sagen, sie werden den staatlichen Schulämtern gemeldet. Sie sind auch dort archiviert. Was bislang fehlt, ist eine zentrale elektronische Erfassung und Auswertung. Aber diesbezüglich besteht keine Weigerung von Seiten des Kultusministeriums, sondern daran arbeiten wir. Gibt es Zusatzfragen, Herr Kollege Degen? Herr Kultusminister, ich freue mich, dass Sie daran arbeiten. Können Sie ungefähr mitteilen, wann Sie damit rechnen, eine entsprechende Lösung und damit auch Transparenz dem Parlament gegenüber mitteilen zu können? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, machen Sie sich keine Hoffnungen. Im nächsten Landtagswahlkampf werden Sie das Thema nicht mehr zur Verfügung haben. Herzlichen Dank, Herr Minister. Weitere Zusatzfragen gibt es nicht. Damit kommen wir zur nächsten Frage, ist die Frage 160. Fragesteller ist der Kollege Thorsten Warnecke. Sehr geehrter Innenminister, so, ich bitte um Ruhe, insbesondere keine Zurufe von der Regierungsbank. Herzlichen Dank. Jetzt, danke. Ich darf die Landesregierung fragen, wie stellt sie sicher, dass im Rahmen von Straßenbeiträgen von den Kommunen aufgenommene Kredite, die zum Ziel haben, die bis zu 20-jährige Stundung des Bürgeranteils abzudecken, nicht zu einer finanziellen Belastung für die Kommunen werden? Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter Warnecke, gesetzlich ist in § 11 Absatz 12 KAG bestimmt, dass auf Antrag eine Zahlung in Raten eingeräumt werden soll. Darüber hinaus regelt das Gesetz, dass die Beitragsschuld in bis zu 20 aufeinanderfolgenden Jahresraten zu begleichen ist. Dabei werden Höhe und Fälligkeit der Rate durch Bescheid bestimmt. Dies bedeutet, dass den Gemeinden bei der Festlegung der Raten ein Ermessensspielraum zukommt und nicht in jedem Fall die Ratenzahlung auf 20 Jahre gewährt werden muss. Auch wenn mit der Gesetzesänderung des KAG im Jahr 2018 gewollt eine verbesserte Stellung der Grundstückseigentümer erreicht werden soll, so bleibt hierbei ein gemeindlicher Handlungsspielraum als Ausdruck der kommunalen Selbstverwaltung. Im Hinblick auf die derzeitige Entwicklung am Zinsmarkt kann zudem eine erhebliche finanzielle Belastung der Kommunen durch Stundungsanträge nicht angenommen werden, da selbst bei einer gegebenenfalls notwendigen Kreditzwischenfinanzierung von sehr niedrigen Zinsen für die Gemeinden auszugehen ist. Der Rat der Europäischen Zentralbank hat mit den Beschlüssen vom 12. September 2019 bekräftigt, dass die EZB-Leitzinsen im Hinblick auf die EZB, auf das EZB-Inflationsziel auf einem niedrigen Niveau bleiben werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Herr Kollege Warnecke stellt eine Zusatzfrage. Sehr geehrter Staatsminister Beuth, gehen Sie davon aus, dass die Kommunen sich für 0,12 Prozentpunkte derzeit am Kreditmarkt refinanzieren können? Herr Staatsminister. Ob das in jedem Einzelfall der Fall ist, weiß ich nicht. Da müssen Sie sozusagen die Konditionen vor Ort bei den Kommunen und deren Partnern bei den Banken sich anschauen. Jedenfalls mal dürfen Sie davon ausgehen, dass die Zinsen nach wie vor, wie Sie das für sich selbst auch wissen, sehr niedrig sind. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Zusatzfrage, Kollege Warnecke. Ist denn davon auszugehen, Herr Minister, dass im Rahmen der Konnexität der Differenzbetrag zwischen diesen 0,12 Prozentpunkten, die im Moment zu den minus 0,88 Basiszinssatz den Prozentpunkt, den die Bürgerinnen und Bürger zu zahlen haben, ausmacht, dass das Land Hessen die notwendige Differenz zu dem aufgenommenen Kreditzinssatz im Rahmen der Konnexität zu begleichen gedenkt? Herr Staatsminister Beuth. Herr Abgeordneter, ich denke nicht, dass es sich hier um einen Fall der Konnexität handelt, weil es ist am Ende eine Frage der kommunalen Selbstverwaltung, wie sie genau damit umgeht. Wir haben im KAG eine entsprechende
Möglichkeit geschaffen. Danach soll eben eine Zahlung in Raten eingeräumt werden können. Und insofern sehe ich hier keinen Fall der Konnexität gegeben. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Das ist nicht der Fall. Dann rufe ich auf Frage 161. Fragesteller ist der Abgeordnete René Rock für die Fraktion Die Freien Demokraten. Ich frage die Landesregierung, wie viele Windkraftanlagen sind in diesem Jahr in Hessen in Betrieb gegangen? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, laut Auswertung der Hessenagentur mit Stand vom 21.10.2019 wurden in Hessen im Jahr 2019 bisher 2 Windenergieanlagen neu in Betrieb genommen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächster Fragesteller ist Herr Lichert. Dann hat sich Herr Gagel gemeldet, und dann kann nur noch der Fragesteller selbst stellen. Herr Lichert, bitte schön, drücken Sie mal, bitte. Ah, jetzt kann ich Sie freischalten. Ja, Herr Minister, als ein Hintergrund der sehr überschaubaren Zahlen wird ja immer wieder die Rechtsunsicherheit genannt. Können Sie bitte in der gebotenen Kürze auch zum Thema Rechtssicherheit und Belastbarkeit der Teilregionalpläne Energie Auskunft geben? Herr Staatsminister Al-Wazir. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Lichert, die Teilregionalpläne Energie legen fest die Vorrangflächen für die Windkraftnutzung, machen aber nicht das Einzelgenehmigungsverfahren nach Bundesemissionsschutzgesetz überflüssig. Und wenn wir nach Genehmigungen fragen, gehe ich davon aus, dass nach BImSch-Genehmigungen für einzelne Windräder gefragt wird. Wenn Sie sich die Situation insgesamt anschauen, stellen wir fest, dass wir im ersten Halbjahr 2019 einen Rückgang der Windkraft neu in Betriebnahmen deutschlandweit von nahezu 90% hatten. Ich kann Ihnen mal zum Vergleich die Zahlen nennen der ersten 3 Quartale. Baden-Württemberg 2 Anlagen, Bayern 2 Anlagen, Herr Abgeordneter Warnecke, danke für den Zwischenruf, aber Baden-Württemberg will bauen, hat auch keine 10-H-Regel wie Bayern, hat aber dieselbe Situation. Wir haben in Hessen die 2, die ich genannt habe, in Sachsen 2, in Schleswig-Holstein 4. Und da werden Sie sehen, dass wir ein bundesweites Problem haben in dieser Frage. Und die Antwort hatte ich auch schon beim letzten Mal, als diese Frage gestellt wurde, gegeben. Das ist das Ergebnis der Situation des Jahres 2017, wo der Übergang vom alten EEG mit festgelegten Vergütungen auf das Ausschreibungsverfahren gemacht wurde. Und im Ausschreibungsverfahren gab es eine Privilegierung von Bürgerenergiegenossenschaften. Und dies hat dazu geführt, dass fast alle Zuschläge des Jahres 2017 an sogenannte Bürgerenergiegenossenschaften gegangen sind, die aber, ich sage ausdrücklich leider, in den meisten Fällen juristisch zwar welche sind, aber nicht das ist, was sich der Gesetzgeber eigentlich unter Bürgerenergiegenossenschaften vorgestellt hat. Und da diese Zuschläge des Jahres 2017 statt 24 Monaten 44 Monate Zeit zur Realisierung haben, führt das dazu, dass dann 2 Jahre später nichts zugebaut wird. Dies wird sich allerdings ändern. Wir haben in Hessen momentan 64 Windenergieanlagen, die genehmigt sind, aber noch nicht gebaut wurden. Und ich gehe davon aus, dass die dann mit der Zeit nachkommen und den Fadenriss, vor dem 2017 gewarnt wurde, der 2019 eingetreten ist, dass der an dieser Stelle geheilt wird. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Bevor ich Herrn Gagel zu einer weiteren Zusatzfrage das Wort erteile, darf ich auf der Besuchertribüne eine Delegation der Nationalversammlung von Kenia unter der Leitung von Frau Honorable Sarah Paulata Lekorere begrüßen. Herzlich willkommen im Hessischen Landtag. Wir freuen uns, dass Sie da sind und wünschen Ihnen eine gute Zeit bei uns in Wiesbaden. Herzlich willkommen. Nächster Fragesteller der Zusatz einer Zusatzfrage ist der Kollege Gagel. Ja, vielen Dank, Herr Staatsminister Al-Wazir. Ist es nicht so, dass das Scheitern der Energiewende
welches ja nun offensichtlich zu sein scheint, und Sie haben ja eben gesagt, dass es nicht nur in Hessen so ist, sondern auch in allen anderen Bundesländern offenbar, dass dieses Scheitern der Energiewende in der Zukunft nur mit viel, viel höheren Subventionen überhaupt noch zu verhindern sein wird. Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter, die Energiewende ist nicht gescheitert, die Energiewende findet gerade statt. Und ich weiß ja, dass Sie manchmal Schwierigkeiten mit Fakten haben, aber das Statistische Bundesamt hat gerade bekannt gegeben, dass in den ersten 9 Monaten des Jahres über 40% des Stroms in Deutschland erneuerbar erzeugt worden ist. Und insofern muss ich Ihnen ehrlicherweise sagen, ein Blick in die Statistiken und in die Wahrheit hilft, zumindest dann, wenn man bereit ist, die Wahrheit auch als Wahrheit anzuerkennen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatz. Herr Kollege Rock ist der Einzige, der noch kann und darf. Bitte schön. Ja, Herr Minister, ich frage Sie, nirgendwo in Deutschland außer in Hessen ist der Widerstand so groß gegen die Errichtung von Windkraftanlagen. Wir haben nirgendwo mehr Bürgerinitiativen. Es gibt keine höhere Klagedichte als in Hessen. In Hessen wurden Windkraftanlagen durch Bereitschaftspolizei durchgesetzt. Haben Sie nicht den Eindruck, dass sich der Widerstand verfestigt in unserem Land? Und wie nehmen Sie das in Ihrer real existierenden Politik auf? Und wie gehen Sie mit dem Widerstand der Bürger in Hessen um? Ist er Ihnen egal? Herr Staatsminister. Sehr geehrter Herr Abgeordneter Rock, erstens stelle ich fest, dass Ihre Grundannahme, die Ihrer Frage zugrunde liegt, nicht stimmt. Da ich mit vielen Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bundesländern diskutiere, weiß ich, dass wir an manchen Orten muntere Debatten haben und dementsprechend vielleicht Ihre Wahrnehmung des Widerstands in Hessen was mit Ihrem Horizont zu tun hat. Ich glaube, dass an dieser Stelle auch klar sein muss, dass wir alles dafür tun, dass wir Dialogveranstaltungen anbieten, dass wir über die Frage diskutieren, wie wir vor Ort auch dazu beitragen können, aus Vorurteilen dann gesicherte Fakten zu haben. Wir bieten an über die Landesenergieagentur Dialogveranstaltungen vor Ort. Wir bringen Menschen zusammen. Manchmal funktioniert das. Ich muss Ihnen aber ehrlicherweise sagen, mich wundert das ein bisschen, dass ausgerechnet Sie, der keine Gelegenheit auslässt, den Widerstand vor Ort richtig anzufeuern, sich jetzt darüber beklagt, dass der Widerstand zu hoch ist. Es gibt ja den schönen Satz, von den Brandstiftern und der Feuerwehr. Vielleicht denken Sie mal drüber nach. Herr Kollege Rock darf noch einmal. Herr Minister, haben Sie mich jetzt als Brandstifter bezeichnet, oder wie soll ich das verstehen? Herr Staatsminister. Nein, aber Sie sind ja auch bewandert in Redensarten, und Sie wissen ganz genau, dass es schon ein bisschen bemerkenswert ist, wenn diejenigen, die dafür sorgen, dass vor Ort viel Ärger ist, sich nachher über den Ärger beklagen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Lasst uns weiter in Liebe und Zuneigung miteinander umgehen. Deswegen zur nächsten Frage. Überleitend ist eine Frage des Kollegen Degen, 162. Herr Kollege Degen, Sie haben das Wort. Ja, ich frage die Landesregierung, und ich füge hinzu, ich erahne die Antwort. In welchem Umfang fiel an hessischen Schulen im vergangenen Jahr Unterricht aus? Herr Kultusminister. Herr Abgeordneter Degen, diese Frage stellen Sie ja nicht zum ersten Mal. Wir wissen alle, dass Sie im letzten Jahr glaubten, damit einen potenziellen Wahlkampfschlager entdeckt zu haben. Deswegen setzen Sie das natürlich in der neuen Legislaturperiode fort.
Und wir konnten das ja in der letzten Plenardebatte am 25. September dieses Jahres ausführlich erleben. Da haben Sie dieses Thema ja sogar zum Setzpunkt gemacht. Ich habe alles Notwendige dazu damals in der Debatte gesagt. Deswegen darf ich Sie auf meine Ausführungen aus dieser Debatte verweisen. Bin aber natürlich auch gerne bereit, das noch einmal zu wiederholen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Gibt es Zusatzfragen? Herr Kollege Degen, bitte, drücken Sie noch einmal. So. Ja, Herr Kultusminister, ich erinnere mich sehr gut an die Plenardebatte und erinnere mich auch, dass ich in meiner Rede die Frage an Sie stellte, ob denn damit zu rechnen sei, dass in Zukunft Daten über Unterrichtsausfall erhoben werde und wann damit zu rechnen sei. Diese Frage hatten Sie in Ihrem Beitrag der Debatte nicht beantwortet. Deswegen frage ich jetzt nochmals, ist damit zu rechnen bzw. wann, dass Daten zum Unterrichtsausfall auch von Ihrem Ministerium dargestellt werden? Herzlichen Dank, Herr Kollege Degen. Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Degen, auch daran arbeiten wir. Aber wie ich in diesem Debattenbeitrag ausführlich ausgeführt habe, kommt es dazu zunächst einmal darauf an, dass wir eine gemeinsame Definition des Begriffs Unterrichtsausfall finden. Das heißt, dass es insbesondere, ja, ich weiß, dass der Kollege Rudolph auch eine sehr einfache Definition das letzte Mal gegeben hat, beziehungsweise Herr Kollege Promny. Ich habe die Debatte noch hier. Ich habe sie mir auch vorher noch mal in allen Einzelheiten angeschaut. Aber so einfach ist es halt nicht, wenn man mit der Statistik wirklich etwas anfangen will. Das heißt, wenn es darum geht, was für Unterricht, es geht ja immer nur um Vertretungsfälle, also wo will ich etwas an den Vertretungsregeln für Unterricht ändern? Dafür muss ich eine gemeinsame Verständigung finden. Dafür kommt es uns vor allen Dingen auf die Verständigung mit Schülerinnen und Schülern einerseits und mit den Eltern andererseits an als den Beteiligten. Und deswegen haben wir auch Landesschülervertretung und Landeselternbeirat zu entsprechenden Gesprächen eingeladen. Moment mal, ich muss jetzt gucken hier. Also, nächste Frage ist der Kollege Promny, dann ist der Kollege Scholz und Frau Wissler, dann, da kann ich Ihnen schon wieder nicht. Ja, es ist mir wirklich unangenehm und es tut mir auch schrecklich. Sie müssen sich schneller melden, dann kann ich Sie. Ja, aber waren schneller die beiden. Also, nächster Fragesteller ist der Kollege Promny. Bitte schön. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will jetzt nicht abheben noch mal auf den Duden. Sie alle haben ja die Definition bereits vernommen, was Unterrichtsausfall bedeutet. Herr Minister, meine Frage an Sie ist, wann ist denn mit einer konkreten Definition des Unterrichtsausfalls Ihrerseits zu rechnen? Oder vertrösten Sie uns da auch auf die nächste Legislatur? Herr Staatsminister. Nein, ich gehe davon aus, wir werden eine Verständigung auch noch in dieser Legislatur darüber erzielen. Die Gespräche mit der Landesschülervertretung laufen bereits auf der Fachebene. Die Einladungen an den Landeselternbeirat sind ebenfalls ergangen. Ich kann natürlich den genauen Verlauf dieser Gespräche nicht vorhersagen, weil dieses Thema ist durchaus komplex. Aber ich sage jetzt einfach mal, ich denke, da werden wir uns schon im Verlauf des nächsten Jahres irgendwie einig werden. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Nächste Fragesteller ist Kollege Scholz. Bitte schön. Passiert nichts, jetzt doch. Sehr herzlichen Dank, Herr Minister. Ich habe noch eine Frage. Der Landeselternbeirat führte ja dieses Jahr umfangreiche Befragungen über den Unterrichtsausfall durch. Und ein Ergebnis zum Beispiel war ja, dass von 10 Stunden lediglich 7% fachgerecht vertreten werden. Haben Sie denn jetzt eigene Zahlen diesbezüglich schon vorliegen oder verlassen wir uns jetzt permanent nur oder verlassen Sie sich jetzt nur auf den Landeselternbeirat, dass er jetzt also für Sie die Arbeit übernimmt und diese Untersuchung durchführt? Oder planen Sie in Zukunft auch derartige Erhebungen? Herr Staatsminister. Herr Abgeordneter Scholz, genau darum geht es doch. Diese sogenannte Studie des Landeselternbeirats ist ja in keiner Weise repräsentativ. Aber ich nehme trotzdem die Initiative natürlich auf und deswegen haben wir auch die entsprechenden Gespräche angeboten, um zu sagen, lasst uns doch erst einmal zusammen definieren, was sind die Kategorien, um die wir uns wirklich kümmern wollen und müssen. Und dann können wir auch eine entsprechende Statistik konzipieren und können auch entsprechende Erhebungsverfahren konzipieren. Wir müssen ja auch bedenken, dass diese Erhebungsverfahren auch in einer Art und Weise gebaut werden müssen, dass die Schulen da nicht mit einem unnötig hohen Verwaltungsaufwand belastet werden. Wenn eine Schule sozusagen jeden
Tag verpflichtet wäre, ihren kompletten Vertretungsplan an das Kultusministerium zu schicken und dort irgendjemand sich hinsetzen und das händisch auswerten muss, dann können Sie sich ausrechnen, wie viele Menschen wir alleine nur für die Erstellung der Statistik einstellen müssten. Ich gebe Ihnen das Beispiel aus Nordrhein-Westfalen. Die sind zwar dreimal so groß wie wir, aber die rechnen mit 186 Stellen nur für die Erstellung der Statistik. Ich möchte nicht hier 70 wertvolle Lehrerstellen für die Erstellung einer Statistik opfern. Macht das die Sache wesentlich besser? Zusatzfragen kann ich jetzt nur noch vom Fragesteller leider zulassen. Zwei Zusatzfragen sind bereits gestellt worden. Kollege Promny, Kollege Scholz. Jetzt hat nur noch der Fragesteller Zusatzfragen. Bitte schön, Herr Degen. Ja, Herr Kultusminister, ich freue mich ja, dass wir im nächsten Jahr dann damit rechnen können, dass Ihr Ministerium dann auch mal definiert hat, was Unterrichtsausfall ist. Können wir analog zu Ihren Aussagen zu den Krankheitstagen der Lehrkräfte damit rechnen, dass dann eine erste Übersicht auch in dieser Wahlperiode noch vorliegen wird? Herr Minister. Herr Abgeordneter Degen, Sie werden es mir bestimmt nicht übel nehmen, wenn ich Ihnen sage, auch dieses Thema möchte ich Ihnen im nächsten Landtagswahlkampf nicht mehr überlassen. Herzlichen Dank, Herr Staatsminister. Weitere Zusatzfragen bzw. Zusatzfrage des Fragestellers gibt es nicht. Damit kommen wir zur Frage 100. Sind wir eigentlich, haben wir die Zeit schon durch? Nee, wir haben noch. Dann, das wird die letzte wahrscheinlich dann sein. Frage 163 ist der Kollege Markus Meißner. Bitte schön, Kollege Meißner, Sie haben das Wort. Ja, ich frage die Landesregierung, mit welchem Erfolg konnten aus dem Programm zur ländlichen Entwicklung Projekte zur Förderung von Kleinstunternehmen, der Grundversorgung und im Gastgewerbe unterstützt werden? Frau Staatsministerin Hinz. Herr Abgeordneter Meißner, Kleinstunternehmen sind ein wichtiger Bestandteil ländlicher Wirtschaftskraft und elementarer Bestandteil der ländlichen Entwicklung. Sie tragen direkt zu einer guten Grundversorgung der Bevölkerung und im Gastgewerbe zur Ankurbelung des ländlichen Tourismus bei. Deshalb hat Hessen als eines der ersten Bundesländer die neuen GAG-Fördermöglichkeiten für Kleinstunternehmen in diesem Bereich genutzt und schon 2017 die notwendige Kofinanzierung bereitgestellt. Allein im Jahr 2018 konnten Bewilligungen für insgesamt 47 Projekte ausgesprochen werden, mit denen 22 zusätzliche sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze geschaffen werden konnten. Für die Projekte wurden Fördermittel der EU in Höhe von rund 207.000 Euro, rund 1,7 Millionen Euro GAG-Mittel und Landesmittel in Höhe von knapp 773.000 Euro zur Verfügung gestellt. Mit den zu erbringenden Eigenmitteln der Antragstellerinnen und Antragsteller wurde mit diesen Fördersummen ein Gesamtinvestitionsvolumen von über 11 Millionen Euro erreicht. Mit dem Geld wurden beispielsweise neue Ferienwohnungen im ländlichen Raum geschaffen, selbstverständlich in der regionaltypischen Bauweise. Oder die Gastgeber haben ihre Wohnungen besser ausgestattet und attraktiver gemacht. Sie haben beispielsweise die Bäder saniert oder einen Wellnessbereich geschaffen, damit sich die Feriengäste wohlfühlen und gerne wiederkommen. Außerdem wurden mit diesen Mitteln unter anderem Gaststätten reaktiviert, Angebote der Außengastronomie geschaffen und Lebensmitteleinzelhandel sowie Metzgereien und Bäckereien auf dem Land unterstützt. Vielen Dank, Frau Staatsministerin. Gibt es Zusatzfragen? Das ist offensichtlich nicht der Fall. Dann schließe ich die Fragestunde. Ich bedanke mich für Fragen und Antworten.